krabbelt jetzt, Talion. Er kommt schon halb die Stufen des Nahkost hoch. Eines Tages wird er sie hochrennen. Ein mutiger Waldläufer Gondors sein. Oder ein Steinmetz. Oder Musiker. Genau. Er wird Gondor beschützen. Mit einer Flöte. So. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe euch ganz kurz mal ganz netterweise den Anfangs-Ladebildschirm-Spruch quasi mithören lassen. Eine Sekunde, der Ton. Jetzt ist er wieder da. Ton war bei mir gerade weg. Ich hoffe, in der Aufnahme stimmt er. Ja, diesen Ladebildschirm habe ich mal ganz kurz mit aufgenommen. Das klang ganz nett. Dachte mir, hey, das mache ich mal. So, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Mordors Schatten. Oh, was haben wir denn da? Ein Hauptmann. Und ein Ork. Und der Ork ist, nee, nicht ein Ork, ein Troll, der fast tot ist. Vielleicht kann ich den Hauptmann da wieder erledigen. Das wäre wieder sehr praktisch. Außer die töten den, der hat ja wirklich wahrlich wenig Leben nur noch. Ja, da fangen wir an und sind gleich wieder mitten im Kampfgeschehen. Wir erinnern uns, letztes Mal hatten wir noch Gollum gesehen. Und ich dachte, wir würden heute mal die nächste gelbe Aufgabe machen, die da auf der großen Karte ist. Auf der großen Karte, auf der kleinen Karte. Und wow, hier einfach verschwindet die Leiche. Wir erledigen jetzt einfach mal diesen Hauptmann hier. Was? Der ist immun gegen Fernkampf. Das ist leider nicht so gut. Oh, da unten ist auch noch eine Meute. Das hätte ich mir besser überlegen sollen. Aber die kämpfen gerade alle gegen diesen Warg. Das ist wunderbar für uns. Da können wir ganz locker flockig dann die Reste übernehmen. So. Wer von euch ist denn jetzt hier der Hauptmann? Du hier. Du suchst nach Uruk? Spart mir die Mühe. Kugar der Bruder. Was hat der denn einen Totenkopf auf dem Kopf? Au. Das ist dein Ende. Au. Ich block doch. Mach mal auf, so zu stark zu sein gleich hier wieder am Anfang. Das ist ja gemein. Das wird eng, das wird eng. Wir können nicht mehr viel leben. Los. Nein. Okay, okay. Aber wir haben jetzt nur noch unsere letzte Chance. Oh, der hat so eine ganz fiese Combo. Okay, die letzte Chance wieder. Hä, hatten wir das nicht schon mal zusammen gemacht? Ja, klar. Genau, wunderbar. Da können wir ihn gleich wieder weiter attackieren. Und, nee. Das ist hier ganz doof gemacht. Irgendwie, man muss ja immer die rechte Maustaste klicken, um zu kontern. Aber teilweise wechselt er plötzlich, wenn ich das mache, in den Fernkampfmodus. Los. Oh, zu spät. Ah, zu spät. Mist. Los, nochmal letzte Chance. Und rechte Maustaste. Linke Maustaste. Also, der muss doch jetzt langsam mal hinüber sein. Jetzt haben wir ihn aber bald. Und nochmal ordentlich so. Nein, du bleibst völlig da. Nein. Nächstes Mal stirbst du bestimmt. Oh, ist der hässlich. Wieso sind die denn hier alle so hässlich? Bleib gefälligst da. Weh, du verschwindest jetzt. So. Diesmal stirbst du, mein Freund, nicht ich. Und wir haben eine weitere Rune. Für unseren Bogen, wie es aussieht. Okay. Also das stand gerade. Also dieses Dazwischengerede nervt mich tierisch, aber das ist nun mal so bei einem Let's Play scheinbar. Da stand gerade, dass unser Pfeil- und Bogenkräfte Schaden erhöht ist, wenn wir auf einer Bestie reiten. So, ich würde sagen, wir laufen zu dem Gelben, oder? Was mich auch interessieren würde, ist der Totenkopf da unten. Das wäre natürlich auch eine Option, aber mit den anderen da kämpfen möchte ich nicht. Ich möchte schon ein bisschen in den Aufgaben und der Story vorankommen. Ich gucke einfach mal auf die Map. Guck mal, wo der Totenkopf ist. Guck mal, wo die gelbe Aufgabe ist. So, schauen wir mal. Totenkopf sehe ich auf die Schnelle jetzt gar nicht. Nein, nein. Nein, kein Totenkopf. Hier ist die gelbe Aufgabe.
Vielleicht ist der nicht so weit weg, dass das nicht extra auf der Map angezeigt wird. Habe ich hier irgendwas falsch eingestellt? Karte? Saurons Armee? Nein. Alles wie gehabt. Gut, wir können da gerne ins Schwarze folgen, würde ich sagen. Ins Schwarze folgen. Naja, also... Ach, wir folgen den einfach. Das interessiert mich. Also, weil der ja auch nicht auf der Karte drauf ist, möchte ich jetzt schon wissen, was das ist. Vielleicht ist es auch nichts. Ich wünschte, ich hätte es wie meine Söhne gemacht. Ich darf nur nicht durch die Lager laufen. Vielleicht ist damit hier so ein Lager gemeint? Oh nein. Ja, komm her, du. Ich hatte doch gerade Leertaste. Schön, dass ich nicht sehe. Gab's einen Mord? Ich weiß nicht. So, mein lieber Freund. Los, greif du ihn an. Los, auch mach ihn fertig oder macht euch gegenseitig fertig. Ach, ich renne einfach mal weg. Das ist es mir nicht wert. Ich will jetzt eigentlich zu dem Totenkopf. Schauen wir mal. Aber wenn das jetzt zu ewig weg ist, dann verliere ich hier nur sinnlos Zeit. Aber das ist mir schon oft passiert. Oh, und wieder Orks. Ich glaube, man kommt hier nicht gut durch, ohne an irgendwelchen Orks vorbeizukommen. Und jetzt an mir, hinterher, ja, aber die sind nicht so schnell. Ja, toll, jetzt habe ich... Ah, Moment, Festung. Und hinter mir eine Horde Orks, das ist nicht gut. Genau das wollte ich ja vermeiden. Das wollte ich vermeiden. Nein. Okay. Okay, okay, einen Moment. Ich muss kurz... Ach ja, genau, ich hatte die Vision. Nein, geh bitte wieder in den Busch. Da ist ein Hauptmann, den kann ich... Wer ist das denn? Oh, Bolk. Bolk. Abhäuter. Okay, ja, Ziel markieren. Aber, soll ich das wagen? Ich habe gerade auch nur die Hälfte meiner HP. Das ist nicht klug. Ich wollte eigentlich hier hoch. Oh, ich höre immer Stimmen. Und hier ist kein Ork. Permanent hört man hier Orks. Da hinten ist einer, aber warum ist der denn so laut? Na egal. So, jetzt sind wir erstmal hier oben, sind wir erstmal ein bisschen sicher. Es wäre schon cool, jetzt hier anzugreifen. Das wäre schon mega cool, aber ich muss das Ganze schlau anstellen, denke ich. Wir haben hier ein Nest. Die Nester können wir ja irgendwie auf die Orks abfallen lassen, aber ob das viel bringt, wissen wir nicht. Irgendwas weht von Norden hier. Ist es jetzt gefährlich, wenn ich das direkt von hier vorne mache, weil ich gerade hier in dem Busch bin? Ich habe leider keine Informationen über den. Ob ich den aus der Ferne angreifen kann. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Hab mir schon einen Preis ausgesucht. Hoffentlich schlägst du dich besser als beim letzten Mal. Kann ich ihn von unten oder kann ich ihn von unten runterziehen? Nee. Ich kann ihn jetzt nicht assassinieren. Das ist bestimmt auch so eine Attacke, die ich... Oder doch, hier, linke Schiff. Sehr gut. Genau das wollte ich. Da hinten ist auch was. Kein Mensch könnte so etwas tun. Also wir könnten versuchen, aber ich will erst alle Bogenschützen ausschalten. Okay, was ist hier? Was ist das? Ein Schloss? Jetzt schalten wir erstmal den Bogenschützen hier aus. Welche Gedanken verleihen euch in der Schlacht? Ich liebe dieses Gefühl. Läuft der noch? Bleibt der da? Bleibt der stehen? Nein, da kommt der. Komm her, bitte. Und coole Tötungsattacke. Okay. Assassination. So, was ist das? Sieht interessant aus. Ich schalte für diese Dolchlegende die Fähigkeiten Terrorisieren frei. Wird auch Zeit. Hab mich die ganze Woche nur von Karagor-Fraß ernährt. Da hinten ist noch ein Bogenschütze. Ist das der grüne? Nee, das ist keiner. Aber wir haben ja echt eine Menge Leute. Das sind echt viele. Das ist ganz schön gefährlich, was wir hier gerade tun eigentlich. Also ich will ja nichts sagen, aber da muss man echt eigentlich bestimmt schon eine Weile besser ausgebildet sein.
Ich töte erstmal den hier oben noch. Es braucht mehr als ein lächerlicher Flammen, um ihn zu verbrennen. So. Jetzt, also, man kann ja auch nicht so schön die Gegner einsehen, wie es bei Batman immer ist. Das ist ganz cool, wenn man die Gegner einmal entdeckt hat, sieht man die immer auch durch die Texturen durch. Also wir haben hier natürlich... Ah, das ist mir nicht sicher. Ich könnte jetzt... Obwohl, vielleicht funktioniert das ja. Sehr gut, er hat die Hälfte seines Lebens verloren. Und die wissen ja jetzt nicht, dass ich das war. Oh, was ist das? Ein Schatten von mir? Sieht so aus, als würde jemand Urux töten. Ach Quark, wer denn? Bitte, hier ist doch niemand. Ich sehe keinen. Also das ist doch jetzt an den Haaren herbeigezogen. Also der hat jetzt gelb und denkt jetzt vermutlich... Ich hoffe, der heilt seine HP nicht, wenn ich den ein bisschen warten lasse. Ich ihn jetzt angreife... Oh, der kommt hoch. Der macht. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Klettert er jetzt aufs Gebäude? Sagt, wir sollen uns bereit machen, und du okay, dann machen wir. Geht nicht anders. Letztes Mal warst du leicht zu töten, Waldläufer. Ah, das ist... Wieso meinst du, sollte es diesmal anders sein? Das ist tatsächlich wieder dieselbe Stelle, wo wir letztes Mal verloren haben. Na, umso mehr ein Grund jetzt mal... zu gewinnen. Komm zurück! Wir machen erstmal den jetzt hier fertig. Wir haben ja keine Bogenschützen diesmal, die auf uns schießen. Die haben wir ja gerade erledigt. Und getötet. Das war diesmal viel einfacher als beim letzten Mal. Du starbst, wie du lebtest. Hässlich. Ja, er lebte ziemlich hässlich, das muss man sagen. So. Sehr gut, sehr gut. Damit kann ich schon mal leben. Da haben wir den ersten schon mal erledigt. Und der nächste ist nämlich... Nördlich von hier hat es so stark geregnet, das war diesmal wirklich klug. Kein Schwein hat was gemerkt. Weil der Idiot aber auch alleine gekommen ist. So, kriegen wir den zweiten auch noch? Jetzt haben wir so einen Speedboost. Der ist auch schon ziemlich cool, der Speedboost. So, da ist irgendwo auch noch einer. Humgrad. Humgra, der Verschlinger. Der ist auch hässlich. Müssen die denn alle so hässlich sein? Das ist echt eklig. Ich weiß, das Spiel ist vermutlich auf 16. Also was heißt hier vermutlich? Der Anfang war schon ziemlich brutal. Und die sind auch echt alle eklig. So, jetzt bin ich mal... Ah. Sehr gut. Jetzt lassen wir das Vieh erstmal ein bisschen hier rumtoben. Hoffentlich tötet es keinen Sklaven. Okay. Okay, das tut mir leid, aber die leben ja noch. Okay, war das ein Sklave? Ne, das war ein Ork. Töte erstmal ein paar, dann komme ich hier einfacher durch. Heil E halten Aufzehrung. Ja, ich habe leider keine Pfeile mehr. So, wir lassen die hier einfach ein bisschen leiden. Und versuchen uns dem anderen Hauptmann da hinten irgendwie anzunähern. Karagor, ich dachte, die hießen Vargs. Ich merke mir diese Namen Gott sei Dank auch nicht alle. Werde ich gesehen? Da ist so ein Zeichen. Nein, 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 das ist nicht klug. Das ist nicht klug. Ich habe kein Geschütz. Sonst hätte ich die jetzt einfach alle weg. Ah, auf der Karte sind Pfeile. Wo finde ich denn die? Vor mir muss irgendwo ein Pfeil sein. Da unten? Das klingt ja alles brutal. Der macht immer noch weiter. Gefällt mir gut. Das nimmt uns ein bisschen Arbeit weg. Finde ich hier oben Pfeile jetzt? Ja, da steckt einer an der Wand. Pfeilen lassen wir vielleicht nicht? Genau. Nehmen wir den einfach mal linke Steuerung. Sehr gut. Ja, aber die werden eh gerade alle zerfetzt, also... Ich schätze mal, dass auch hier die jetzt schon so weit sind. Wo haben wir denn unseren Hauptmann? Da hinten. Wir gucken jetzt einfach mal, wie wir da rüberkommen ein bisschen. Huch, wer war das? Sklave. Hier lang am besten.
Okay, und gehen hier mal über die... Muss ich die retten? Schaffe ich das? Hier sind noch eine ganze Menge. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, verdammt. Mist, Mist. Oh, oh, jetzt hat er uns gesehen. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's, geht's wieder los. Okay, die haben mich noch nicht entdeckt. Die haben mich noch nicht entdeckt. Der kommt jetzt erstmal hoch. Vielleicht reicht's, wenn ich mich verstecke. Genau, ich bin weg. Hier ist keiner mehr. Tut mir leid. Ah, der Totenkopf bedeutet vermutlich... Ja doch, nee, der bedeutet... Jetzt haben wir's. Der Totenkopf sind die... Leute, oder vielleicht sogar derjenige, der mich zuletzt getötet hat. Vermutlich werden wir bloß zur Festung. Ah, ja, das wird sein, oder? Das klingt logisch. Der hat mich gekillt, der letzte da, der da. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Und deswegen hat er diesen Totenkopf. Oder alle Hauptmänner haben den Totenkopf, aber ich glaube, das ist bis jetzt der erste, den ich sehe, der so einen Totenkopf hat. So, unsere Aufnahme hat schon nur noch nicht mehr so lange, nicht wahr? 4 Minuten. Dann wollen wir uns mal ranmachen. Dann kommt mal. Dann machen wir erstmal. Hab ich jetzt gerade an dem vorbeigeschossen? Ist das auch ein Hauptmann? Ach, das ist er. Einen Ausweg für dich, feiger Tag. Ich bin da vorne schon gestorben jetzt. Chill mal. Ich dachte, ich aufkomme. Ich muss hier viel springen, da sind wieder solche lustigen Speerwerfer unterwegs. Oh nein, wir haben tatsächlich schon wieder 2. Das gibt's doch nicht. Ich hab doch. Lass mich nie allein, du Narr. Tatsächlich, das ist der hässliche. Oh, das wird wieder ein Spaß. Wieso sind denn immer so viele Hauptmänner zusammen? Ja, entzündet das Leuchtfeuer. Sind ja noch nicht genug Gegner da, nicht wahr? Das muss ja. Fuck, fuck, ich glaube, die muss ich. So, den Hammer. Nein, jetzt ist mal genug. Jetzt bleibt mal hier und kämpft mal gegen mich, wie echte Männer. Nein, musst du nicht. So, jetzt machen wir mal eine coole Attacke. Blocken, das sind zu viele, das schaffe ich doch schon wieder nicht. Das ärgert mich, das tut mir sehr leid. Nein, solltest du nicht bleiben. Das schaffe ich doch schon. Irgendein Bogen hat mich schon wieder getroffen. Eh. Nein, es war zu spät. Es war zu spät. Ich wollte wieder die Maus klicken. Nein. Dachtest du, ich finde dich nicht? Jetzt ich hab dich gejagt. Wie ein verfluchtes Tier. Ach Quatsch, du warst doch da. Du bist doch bei dir zu Hause geblieben. Jetzt steigt dir noch ein Level auf. Aber wenn wir den besiegen kriegen, wie er ordentlich macht. Und irgendjemand wurde gerade befördert. Überlebt. Ja, der hat mich ja, der war dabei, aber der hat jetzt nicht gegen mich gekämpft. Oder so ein bisschen, aber hat mich ja nicht getötet. Ja, Freunde der Nacht, das ist jetzt ärgerlich. Das tut mir auch sehr leid. Jetzt sind wir wieder auf dem Turm. Und, aber wir haben einen Hauptmann. Einen Hauptmann haben wir. Was sind diese Türme aus Silber? Jetzt sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Ich finde, ich laufe jetzt erstmal zu der goldenen Aufgabe. Es regnet schön. Aber ja, ich laufe jetzt erstmal zu der goldenen Aufgabe, dann bin ich ungefähr da. Und im nächsten Video machen wir dann endlich mal die nächste Quest, also die nächste Hauptstory-Aufgabe. Die uns hoffentlich ein bisschen weiterbringen. Und dann werden wir hoffentlich auch stark genug sein, irgendwann um alle Hauptmänner hier zu erledigen. Das ist echt ärgerlich, wenn man permanent gegen diese blöden Uruks versagt. Ober-Uruks. So. Ich guck kurz mal, wie weit das ist. Ja, geht noch ein Stück. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da. Okay, ja, das ist noch ein Stück. Deswegen sage ich, ich laufe da jetzt hin und im nächsten Video geht es dann quasi weiter. Hoffentlich kommt uns nichts dazwischen, irgendeine andere Aufgabe wieder, aber ich schätze nicht. Wir hoffen einfach mal, dass alles gut geht, nicht wahr? Ist aber auch eine Riesen-Map. Gut, Riesen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist doch eine... Es gefällt mir, dass das wirklich so...
Trieben die wieder so viel? Gefällt mir sehr gut, dass das so eine Open World ist. Dass man sich einfach tatsächlich schön frei bewegen kann. Dass man hier nicht gezwungen ist, permanent ein und derselben. Na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also mir gefällt es ganz gut, dass es Open World ist und nicht Level für Level quasi abgearbeitet ist, so Story-Modus. Das wäre viel zu langweilig. So, damit verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns dann im nächsten Video weiter. Ich bin euer Let's Save. Habt noch einen schönen Tag.